Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und das mal ein Video, was man muss schauen muss, wenn man einen TÜV kauft. Letztes Mal haben wir ja ein Video gehabt, das geheissen hat, TÜV im Netz kaufen, Vorsicht vor den Tricks. Und das mal ist ein bisschen mehr, auf was man muss schauen. Und dass man zum Beispiel über mehrere Kilometer, am besten mindestens 100 Kilometer Innenroads und Landstraße und Autobahn fährt und dann schaut, ob es ihnen passt und ob es dir auch passt. Ob der TÜV möglichst bequem wie möglich ist und ob er folgende Kriterien auch macht. Also zum Beispiel, ob es bequeme Sitzposition hast, ob er gut zugängliche Bedienelemente hat, ob du zum Beispiel bei Stillstand mit beiden Füßen am Boden kommst, ob du gut kannst halt handeln, ob er effizient und gut dosierbare Bremsen hat mit ABS und nach Möglichkeit, dass er Fahrassistent hat wie Traktionskontrolle oder ab 2014 sind das Modell mit MSC, also sogenannte Kurven ABS, wo Sicherheitswirkung durchaus mit dem ESP vom Auto du kannst vergleichen. Und das finde ich ganz wichtig. Also natürlich, wenn du ein Oldtimer Watch oder so ein alter TÜV, dann geht das selbstverständlich nicht. Aber wenn du dich interessierst für einen neuen TÜV, dann würde ich auch gerade schauen, dass du dann um den TÜV rumlaufst. Dass du schaust, hey, wie ist der Zustand vom Kabelbaum? Wie ist der Zustand, wie schafft die Batterie? Wie ist der Teil vom Elektrikkreislauf? Lampensicherungen, Blinker, ob das alles gut aussieht? Gabelbruch, ob dort alles versifft ist, ob Gabelzimmer ringdicht sind. Da kannst du weitergehen. Ganz wichtig ist, Bremsen. Abnutzung von der Bremsbeläge anschauen. Hydraulik, Ölkreislauf und Abschlussstellen müssen dicht sein. Alles noch, was nicht aussifft. Du kannst mit den Fingern über die Bremsscheibe fahren und schauen, ob so Reifen oder Verformungen kannst erkennen kannst. Weil dann, wenn die relativ fest angefahren sind, dann ist das auch noch. Dann Rahmen, um den Rahmen umlaufen, schauen, ob die Farbe abgesplittert ist, ob es zusätzliche Schweiß nicht hat. Sichtbare Druckstellen, dann könnte es sein, dass es einen Unfall mal gehabt hat, irgendwelche Eindrückungen oder so. Rahmennummern musst du dann schauen und mit dem Fahrzeugausweis überprüfen, das ist auch ganz wichtig. Und die Hinterrachsschwingen sollte kein seitliches Spiel haben, das musst du auch schauen, dass gerade ausläuft. Fußrasten überprüfen, ob die Rastengummis für die Kilometerzahl nicht stark abgenutzt sind, ob es Sturzspuren hat an der Fußrasten. Den Motor, Allgemeinzustand schauen, Ölcheck, Öllecks schauen, ob irgendwo Öl rausläuft, Zustand von der Schrauben anschauen, dort wo man das Öl reinlässt, ob das alles verkeblet und verkratzt ist, schauen, ob es irgendwelche Geräusche macht, ganz komische, dann Hinterradfederung schauen. Schau, ob es dort beim Eintauchen ganz wieder raufkommt oder ob es irgendwie immer ganz unten hängt. Dann Schrauben schauen, dass bei der Bremszange, bei dem Wasserkühler, ob das alles zu ist. Gut, dann die Räder und die Felgen schauen, ob es Schläge auf den Felgen hat, ob das Radlager irgendwie durch ist. Dann schauen, ob die Kette genug Spannung hat, Antriebsritzel, ob die irgendwie verfressen sind. Dann Auspuff, Rostspuren, das ist ganz wichtig. Wegen dem Vorführen, dann verölte Auspufföffnungen schauen. Je nachdem, Vergaserabstimmung könnte dann eben auch im Fall nicht gut sein. Und dann Schluss, den Rest prüfen, ob die Abnutzung vom Profil mindestens 2 Meter ungleichmäßig ist. Weil da könnte es ein Gabeldefekt oder eine krumme Schwinge sein, wenn die irgendwie nur ganz auf irgendwo mehr abgefahren sind als woanders. Und dann, wenn du jetzt einen TÜV hast, ich sage jetzt mal, mein TÜV, den ich jetzt fahre, den du hier siehst, Honda NC 750 SA, wenn der jetzt überteuert drin ist, also ich sage jetzt mal, Neupreis sind 6'000 und der hat jetzt irgendwie 20'000 Kilometer und kostet immer noch über 5'500, also fast Neupreis, aber hat schon 20'000 Kilometer. Dann, aber du hast das vielleicht auch erst nachher nicht gesehen oder hast trotzdem den TÜV angeschaut oder was auch immer, dann würde ich dir ganz ehrlich empfehlen, sag danke, merci für den TÜV, meldet euch wieder, wenn niemand den TÜV kauft und den gönnt. Es gibt dann die Tricks von den Leuten, von den Verkäufern, die dann sagen, ja, ich kann im Fall 3-4 Leute, die Interesse haben zum Kaufen. Aber es kann sein, dass er wirklich Interesse hat, aber es kann sein, dass er nur pokert. Aber ich will ganz ehrlich sagen, verschiesset euch. Außer den TÜV gibt es so selten wie ich weiß nicht was. Aber sonst verschiesset euch bitte nicht in den TÜV. Bitte. Genauso wie das Auto. Also wenn es nicht wirklich richtig nötig ist, dann schaut vielleicht vorne schon, schaut weiter und ja, das war ein bisschen das gewesen, was man so rum müsste, den TÜV anschauen und ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, das Video. Schreibt gerne einen Kommentar, wenn ich ein, zwei Tipps vergessen habe. Schreibt gerne da auf YouTube einen Kommentar, nicht unbedingt im Facebook und dann bis zum nächsten Mal, euer Obstguru94. Ciao zusammen.